So, hallo liebe Spielende, ich bin wieder im Stream von Horizon und wir machen hier gerade die Quest in den Fußstapfen ihrer Mutter. Wir suchen gerade eine Tochter eines Jägers, kriegen 1000 EP dafür. Dann machen wir die Spitze des Speers und ja, das war's dann erstmal. Das sind die zwei Quests, die wir haben, aber uns erwartet da vorne noch eine Quest. Von daher gucken wir jetzt einfach mal, was es da gibt. Wenn wir die 1000 EP von der Quest kriegen, haben wir von 4000. What? Hier ruft irgendeiner. Da vorne, glaube ich. Da sind Ausrufezeichen. Ui, der hat Helfersaus. Ha! Und 50 EP für einen Wildtierkill. Schweinsknochen haben wir. Oh, die ist da ganz oben. Wie kommen wir denn da hoch? Die Quest will ich jetzt gerne haben. Dafür müssen wir nur schauen, wie wir da hochkommen. Da hinten in dem Berg, was da ist, ist auch interessant, ne? Dieses komische Gerät da. Ah, hoffen wir mal, Kannst du mich hören? dass das irgendwann mal rauskommt, was das alles ist. Aha, hier geht's hoch. So, da gucken wir doch mal, was die Dame für eine Quest hat. Ah, wenn wir jetzt auch weiter hochkommen. Ja, hier. Nicht so selbstverständlich wie in anderen Spielen. Man muss genau Bitte, hingucken. hier ist Dolara. Hallo. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Das hört sich nicht gut an. Warum bist du alleine draußen? Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach drei weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Ja, also mit Strafen und mit irgendwelchen Ausstoßungen sind die Urmütter ja wohl ziemlich zügig. Oder Stammmütter oder wie die Dinger heißen. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was hat dein Bruder denn ausgefressen? Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Ui. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. 10 Jahre Ausstoßung? Hm, vielleicht. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Rom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn und ich konnte ihm nicht helfen. Okay, dann suche ich mal nach deinem Bruder. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Jo, und die nächste Nebenquest. Hier haben wir zwei Stück. Einmal Arana finden und Broms Lager finden. Okay. Und wir sehen sogar, wie weit das ist, sehe ich gerade. Da sind Fußspuren. 103 Meter. Bis zu der Fußstapfen ihrer Mutter. Dann machen wir die als erstes und
gleiten hier mal runter an dem Seil. Yay! Ab geht's. Sehr cool. Naja. Die Landung war jetzt nicht so professionell. So, in anderen Spielern drückt man Kreis, dann fällt man runter. Ja, hier bleibt es irgendwie die ganze Zeit hängen. Worauf muss ich denn jetzt drücken? Hallo, kannst du mal loslassen? Also sie geht zwar mit Kreis runter, aber sie lässt jetzt nicht los. Würdest du bitte mal dieses doofe Ding hier loslassen? Ach komm, spring mal runter. So. Jo, pff, was soll man sonst machen, ne? Okay. So, in... Welche Richtung ist jetzt... Das ist aber ein bisschen blöd, ne? Also, wir müssen dahin geradeaus. Oben am Kompass sieht man's. Aber so in der Oberfläche zeigt er manchmal da zum Beispiel jetzt den Pfeil, ne? Seht ihr das? Da zeigt er, geht lang. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ich sitz hier fest! What? Hier ist die Frau irgendwo. Hilfe! Wo ist sie denn? Geradeaus. Da oben. Jemand! Ich sitz hier fest! Was schreit die rum? So, hilf mir doch jemand! Jetzt jagen sie mich. Ich kann nicht runter. Hilfe! Ich habe keine Munition mehr. Help! Boah! Der wollte schießen oder so. Sah auf jeden Fall gefährlich aus. So, nehmen wir erstmal alles wieder mit. Da ist noch ein Wächter. Oh. Oh. Vernichte sie, bitte. Oh. Ui, was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Na, probieren wir es gar nicht erst. Passiert bestimmt nur früh genug. So. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Eigentlich habe ich die nur gekillt, weil die hier gerade in der Nähe waren. Aber gern geschehen. Das hilft bestimmt weiter. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, gerne doch. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Oh Gott. Jetzt will dir auch noch ein Speer. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater? Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Der Wächter. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche nach dem Speer. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Und wieder ein Schritt weiter. Folgt Aranas Spuren, untersucht das Gebiet mit deinem Fokus. Okay, dann gucken wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Hier. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Aha. Spur markieren. R1. Spurauswahl aufheben. Spur markieren. Aha, jetzt sehen wir auch was, okay. Dann laufen wir doch mal hinterher der Spur. Mhm. Was sollen wir finden? Den Speer, genau.
Wieder Fleisch. Truthahnfleisch. Lecker. Ach, das ist aber schön, dass die Spur jetzt so anbleibt, ohne dass man das mit dem Hologramm machen muss. Okay. Nur ein bisschen viel weit zu laufen hier. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Die Spur des Plünderers. R1, wenn sich die Zielmarkierungen über Spuren befinden, um sie zu markieren. Markierspuren bleibt sichtbar, wenn der Fokus deaktiviert. Okay. Ich glaube, das soll jetzt der Plünderer sein, da wo das jetzt lang geht. Mutters Wiege. Noch eine Siedlung mehr. Aha. Mutters Wiege. Mutters Wacht. Mutters Herz. Wir haben es aber mit den Müttern. Ich wollte auch mal in die Ruine rein. So, wir gehen mal hier dem Plünderer hinterher. Mutters Wiege. Hier müsste jetzt irgendwo sein. Muss ich das gerade verstehen? Nee, der ist da weitergelaufen. So. Der hat, wie es aussieht, nur mal da runter geguckt, ins Dorf oder so. Und jetzt hier rechts. Was eine Lauferei. Und das für einen kleinen Speer. Das nehme ich lieber mit. Schön sieht's aus. Also muss man einfach sagen. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Boah, ich bin gleich durch die ganze Map gelaufen, wenn das so weitergeht. Wo ist denn der? Heftig. Ja, dann suchen wir mal weiter. Ich würde sagen, der ist hier lang. Alle von Cast zu kaufen. Die ist ja witzig. Würde ich ja gerne machen, diese Hauptquest, wenn hier nicht so lange zu suchen wäre nach einem kleinen Speer. Oh mein Gott. Wenn ich das gleiche alles wieder zurücklaufen müsste. Lagerfeuer entdeckt. Da haben wir doch wieder eine Schnellreise dann. Sehr gut. Ui, jetzt wird es sogar hier kühl. Eine Schneelandschaft, sehr schön. Da oben, da scheint er zu sein. So, jetzt hole ich mir den Speer. Ja, wird aber auch Zeit. Sofort mal anschießen, damit man gar nicht erst da hoch muss. Oh, jetzt ist er sauer. Ob man da jetzt einfach mal so drauf schießen kann, ist die Frage, ne? Oh, ich weiß gar nicht, wie man... Achso, mit Kreis. Ja, gut. Ui, der kann sogar schießen. Hauen wir mal mit dem Speer drauf. Und jawohl. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Gut. Was ist denn hier los? Ich laufe mal gerade weg hier ein bisschen. Was ist denn da los? Das sind mehrere von diesen. Ah. Der hat auch eine Markierung. Die gelben Teile kann man zerstören. Ich muss die ja nicht machen. Das waren mir jetzt ein paar zu viele. Der eine hat schon ein bisschen was gebraucht zu killen.
will jetzt nicht unbedingt daran sterben. So. Wo müssen wir denn hin? Also das ist jetzt dieses Lager wieder. Und, oh Gott. Hier müssen wir hin. Jetzt haben wir wieder keine Schnellreise. Mal gucken, ob wir genug Material gesammelt haben, um diese Schnellreise zu bauen. Ja, Holz haben wir, fettes Fleisch haben wir, knochiges Fleisch haben wir. So, mehr kann ich nicht bauen. Einmal geht noch. Und jetzt porten wir auch hier hin, ganz nah, um die Quest abzugeben. Ja, wir wollen schnell reisen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, bei dieser riesen Map, damit man nicht die ganze Zeit durch die Gegend läuft, dass man diese Schnellreisepakete da hat. Also wenn es die irgendwo zu kaufen gibt, kaufe ich sofort den ganzen Laden leer. Das braucht man dringend. Die Map scheint nämlich groß zu sein. Ja, ich bin ja jetzt schon 10 Minuten für diese eine Quest unterwegs gewesen, nur um da den Speer zu besorgen. Da sind die beiden. Jetzt gibt's Ex. Gott sei Dank, Aloy ist zurück. Mit dem Speer. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Super. Und jetzt müssen wir feilschen. In 450 Metern. Speerschadenstärkung haben wir gerade bekommen. Es müsste ja in der Herstellung irgendwas geben. Aber mein Speer kennt. Was ist das denn hier? Den Speer habe ich. 35, 26. 25, 26. Das ist schlechterer Speer. Okay. Muss man auch erstmal alles kapieren, ne, was es hier so gibt. Der seltene Speer ist stärker. Den habe ich. Der ist aber ohne Modifikationen. Das heißt, die Speerschadensstärkung kann ich gerade gar nicht benutzen, oder? Spule. Tarnung. Oh mein Gott. Ich muss das alles erstmal abchecken. Ablegen. So. Ausrüsten. Beim Herstellen gehe ich jetzt da rein. Und kann noch plus 6% Handhabung machen. Geht verloren. Okay, zack. So. Haben wir den schon mal komplett modifiziert. Ja, aber mit dem Speer kann ich so nichts machen. Ich kann nur die Pfeile herstellen. Ja, das war's aber auch schon. Komisch. Was haben wir hier denn alles an Zeug? Oh mein Gott. Jo, auf jeden Fall unten sehen wir schon mal, was es ist. Quellen, Verwendung, Munitionsherstellung. Okay. Ja, Feuerpfeile können wir auch nochmal machen. Spezialobjekte. Vielleicht Ertragekapazität irgendwas mittlerweile. 25 Metallscherben brauchen wir. Doch, das ging. Ach, ich hatte. Ja, habe ich jetzt nicht verstanden. Ich hatte genug auf jeden Fall. Jetzt haben wir Waffenbeutel Upgrade. Plus 5 Kapazität. Erhöht die Waffeninventarkapazität. Das haben wir schon gemacht. Jetzt können wir das nochmal machen bald. Ja, hier fehlen jetzt 5 Metallscherben. Dann könnten wir auch Outfit-Inventarkapazität. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ach so, Waffen. Waffenbeutel. Genau, den Waffelbeutel. Lecker. Hier. Jetzt habe ich es verstanden. Kapazität 10 Stück. Hatten wir bis jetzt nur 5.
weiß gar nicht mehr, wie viele Felder da freigeschaltet waren. Hier sind jetzt 5 freigeschaltet und dann sind 10 freigeschaltet. Ah ja, okay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir mal die Hauptquest weiter. Die Spitze des Speers. Dafür sollen wir dort ganz am Ende der Stadt hin. Oh Mann, oh Mann. Gut, da gucken wir uns noch ein bisschen das Gebiet dabei an. Also, vielleicht ist es auch Zeit jetzt hier, bevor wir das machen, also bevor wir hier diese Quest fertig haben, nochmal ganz kurz schon mal zusammenzufassen. Also mir gefällt das Spiel sehr gut. Einmal dieses Kämpfen ist sehr schnell und zügig, macht Spaß, dass es so einfach auch im Moment noch ist, ne? Dass man also auch die Wächter, die ja theoretisch gefährlich sein sollten, schnell killen kann. Das Craften ist auch einfach gemacht. Fertigkeitspunkte kann man vergeben, man kriegt Level. Es gibt Nebenquests und alles sowas. Also, ich glaube, ich bin sicher. Alles so die Zutaten eines Elder Scrolls Skyrim. Also das, was man so alles in so einem Spiel haben sollte. Und von der Story her ist es auch ganz interessant zu wissen, warum ist das eine Ausgestoßene, warum sind wir hier in einer postapokalyptischen Zukunft, wo alle wieder rückständig sind, obwohl das ganz futuristische Maschinen sind. Die hat ja hier auch so eine futuristische Maschine an. Aber das ist dann auch schon alles an Futurismus, was die Leute hier so nutzen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. In der Ruine am Anfang hat man gesehen, da sind Hologramme und Holotapes und sowas alles aufgenommen. Also das gefällt mir sehr gut, dieser Mix. Ich würde sagen, das Spiel spiele ich auf jeden Fall noch mehr. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Da ist er. Er wirkt nervös. Jetzt gibt's Stolperfall. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Handeln, verabschieden, sei nicht zu griesgrämig, ja. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Die Ausgestoßenen sind also sozusagen Verbrecher. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Warum riskieren, mit Ausgestoßenen zu handeln? Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Aha. Also schon alleine, wenn die in diese Ruinen gehen, kriegen die 5 Jahre Ausstoßung. Das ist natürlich schon eine große Strafe dafür, dass man einfach mal in die Ruinen gucken geht. Jetzt wissen wir aber auch schon wieder mehr. Rost weiß es übrigens, der Schmidt, der Handel. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist er lebenslänglich. Der hat lebenslänglich. Oh, das ist wohl was Schlimmes gewesen, aber hallo. Dann handeln wir mal. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig.
Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Ha. Jo, da können wir ja froh sein, dass wir eben die andere Quest erledigt haben. Und hier. Wir haben sogar zwei Plündererlinsen mittlerweile. Und kriegen jetzt dafür so eine Stolperfalle. Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen zwei Ankerpunkten durchbrochen wird. Am besten geeignet auf feindlichen Patrouillenwegen oder in engen Umgebungen. Ganz modifiziert werden. Okay, dann nehmen wir uns die mal. Moment, abbrechen. Da steht Film abspielen. Dreieck. Ui. Da sehen wir, wie die aufgebaut wird. Ach so. Man kann die links und rechts mal... Ach, das ist so mit einem Seil dann. Oh ja, das ist ja nett gemacht. Das, denke ich mir mal, kriegen wir dann gut hin. Und dann hinlocken. Dann laufen die da rein, kriegen sie einen Schlag. Ja, haha. Cool, dass man das sogar als Film sieht. Dann kaufen wir doch davon eine. Oh, ist schon ausverkauft. Ich habe schon zu viele gekauft. Na dann. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Stolperfalle. Wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. So, hast du noch sonst irgendwelche Informationen für meine Quest? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ja komm, wir gucken nochmal kurz ins Inventar. Also, was hat er? Ach so, er hat auch Rohstoffe. Hier können wir also auch verkaufen. Ach, das ist ja nice. Wir haben also auch die Möglichkeit, hier irgendwas wieder loszuwerden, was wir nicht unbedingt brauchen. Nur im Moment weiß ich überhaupt gar nichts, was sinnlos ist oder sinnvoll ist. Wir sehen, was es wert ist. Also diese Metall, diese Scherben sind hier die Währung in dem Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mal 20. Diese seltenen Maschinenteile, die seltene Maschinenteile ist bei Händlern begehrt. Dieses seltene Tiermaterial bringt beim Verkauf an Händler sehr viel ein. Die Herstellungsmaterial, ach ja. Bei manchen steht Herstellungsmaterial. Aus diesem natürlichen Rohstoff kann man Widerstandstränke. Ja, dann ist das hier zum Verkaufen. Ich verkaufe mal eins davon. Sehr schön. Das gab doch schon wieder gut Scherben. Tierherstellungsmaterial. Okay. Dieses seltene Maschinenteil kann nur vom Wächter erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Okay. Ja, jetzt verkaufen wir mal hier den zweiten Bogen. Das ist ja der gleiche, den wir haben. Den brauchen wir nicht nochmal. So. Und das hier ist eine schlechtere Waffe. Na, kann man nicht verkaufen. Das hier ist eine bessere. Okay. Und warum habe ich zwei Outfits? Komisch irgendwie. Okay. Also, noch etwas? Nö, jetzt reicht's erstmal. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Okay, jetzt geht's um die Stolperfalle. Triff Rust am Nordtor, finde etwas über seine letzte Lektion heraus. Aber... Da. Oh, Stufe 8 Tutorial. Nee. Du kannst eine starke neue Waffe erlangen. Die Stolperfalle, die neue Art. Stellmaschine mit Schockdrähten, eine Falle. Nee, das machen wir später. Also Stufe 8 ist natürlich schon hoch. Und wir machen jetzt hier weiter. Triffrost am Nordtor, damit wir dann auch diese Hauptquest mal erledigt bekommen. Rufe das Waffenrad L1 gedrückt und wähle mit R die Standardmunition. Aus. Ja. Auf, um die Stolperfalle auszurüsten. Ach so, hier. Keine Waffe. Ziele auf den Boden in der Nähe eines Gegners und Feuer auf zwei Positionen, um den Schockdraht
Ja, ich kann die nicht auswählen. Keine Waffe. Moment. Dann muss ich die hier irgendwie markieren, würde ich sagen. Stolperfalle. So. Okay. Und jetzt müsste sie theoretisch... Ja. Da ist sie. Ah, jetzt habe ich auch zwei Waffen unten. Moment, da muss ich lang. Muss ich da lang? Nö, ich kann auch da lang. Das ist blöd mit der Markierung auf der Map. Also, dass der mich jetzt nach rechts führt, obwohl es links viel kürzer ist. Aha, hier zeigt das richtig. Ah, manchmal ist das ein bisschen verwirrend. Okay, oh, Fleisch. Ui, bleibst du hier? Zack. Truthahnfleisch ist leckeres Fleisch. Oh, oh, ein Wetterumschwung. Gut, Wetter, Wetter, Wetter. Mann, war da Mahada. Das ist von RTL Samstagnacht. Ist uralt, war eine Comedy-Serie. Und das war so lustig. So, mit Mirko Nonchef. Jetzt mal schauen. Da vorne muss ich irgendwo hin. Und da müsste dann Rost auf uns warten. Bei dem Regen ist es ja kein Wunder, dass hier Rost ist, weil wenn man dann die ganzen Viecher, die ganzen Maschinen sieht, ne, die... Oh! Eieiei. Ich habe die Stolperfalle im... Na toll. Das war jetzt nicht so prickelnd. So. Jetzt habe ich den Truthahn beinahe mit einer Stolperfalle gekillt. Ach komm, dann nicht. Ey, der war voll getroffen. Der war jetzt voll daneben. Ich mach das noch nicht mit der Stolperfalle. Das ist mir noch zu kompliziert. Hey, der weicht richtig aus. Habt ihr gesehen? Beweglich, der Kerl. Boah. Das war mal ein cooler Effekt. Bringt alles Exp. Jeder Kill oben. Wir sehen's. Exp wird immer mehr. Jetzt müssen wir aber trotzdem gucken, wo wir jetzt genau hin müssen. Ah, jetzt müssen wir aber hier hoch zu dem Feuer. Okay. Jetzt zeigt's auch richtig an auf dem Kompass. Dann haben wir wieder einen neuen Schnellreisepunkt. Oh. Und dann geht es jetzt noch weiter. Unbedingt trocken halten. Was immer sie da jagen, es ist wohl schwer zu erlegen. Ihr ist es zu nass, würde ich sagen. So, da sind wir am Lagerfeuer. Gespeichert ist. Aloy. Und nun geht's weiter. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Hm. Was für eine Lektion ist das? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Hm, ich hab die kauzige Grata geholfen. Ich hab Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und hab allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Die mit ihrer Urmutter. Ich hab die Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich werde dich nicht meiden. Ach so, weil er dann noch an Ausgestoßener ist und ich nicht. Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen.
Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Drost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Okay, ich glaube, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Die Spitze des Speeres. Ruh dich am Lagerfeuer aus. Oh oh. Wir haben auch fast gar kein Leben mehr. Ja, dann schnell speichern. Ja. Jetzt geht's los. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. Scheint kalter zu sein. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Ui, das sieht gefährlich aus. Ein Sägezahn. Mhm. So. Hat auch alles Zeug, was wir gebrauchen können. Das ist schon mal gut. Na, warum nimmt er denn nicht alles? Rohstoffbeutel ist voll. Kühlsaft. Okay. Wir können gar nicht mehr tragen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir müssen mal gucken. Rohstoffe, hier sehen wir es. Oh ja. Sieht alles voll aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir was herstellen könnten. Tragekapazität. Rohstoffbeutel. Und, oh, 123 Metallscherben. Jau. Haha. Jetzt haben wir mehr Tragekapazität dadurch. Dann Outfitbeutel. So, noch haben wir ganz viele Metallscherben. Was haben wir hier? Stolperfallen, Munitionsbeutel. Vergrößere dein. Ah, 4 reicht erstmal. Modifikation, damit wir mehr mitnehmen können. Braucht man nicht. Die bauen wir sofort ein. Trankbeutel. Das ist gut. Oh, da fehlt uns Holz. Fallenbeutel haben wir noch keine. Ja. Erhöht Kapazität des Bogen. Jawohl. So. Das war doch schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir mal ins Inventar gucken. Ja, guck mal da. Wie schön. Da ist jetzt wirklich nach unten blätterbar das Ganze. Wenn wir dann so viel Zeug haben. Und hier viel mehr Modifikationen. Hier ganz viele Outfits. Ah, das ist doch cool. Wird auf jeden Fall immer mehr. Munition. Gut. Jetzt müssten wir das aufheben können. Hat geklappt. Da mal wieder Holz. Und wir sollen hier dem Pfad der Zerstörung folgen. Oh, gehen wir doch mal gucken, was da vorne noch auf uns wartet. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Oh, was Blaues war da drin. Ein Wächterkadaver.
Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Oh, ich soll aufpassen. Wo sind wir eigentlich? Mutterberg. Mein Gott, ich soll jetzt hier schon irgendwo in diesen Nebel rein, obwohl ich noch nicht mal in dieser Stadt richtig drin war, in Mutters Wiege nicht. Ich war hier noch nicht drin, in Mutters Wacht nicht. Ich war hier nicht, in Mutter Herz nicht. Und jetzt soll ich schon hier irgendwo lang. Also ein bisschen viel alles auf einmal. Hier ist ziemlich viel passiert. Da ist noch was zu looten. Also diese Scherben ist immer Geld. Er hat mich gesehen. Es geht los. Ist nicht so schlimm. Er ist tot. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Auf jeden Fall kriegen wir hier mal... Oh, ein Graser. Schon wieder ein anderes Vieh. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier sehr viele Materialien, dadurch, dass wir so viele Kadaver hier liegen haben. Ich glaube, wir müssen da oben lang. Ich gehe einfach mal hoch, weil... Laut Markierung stand das irgendwie hier hoch. Obwohl. Ja. Genau. Ist doch richtig. Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? So, erstmal hier wieder schick. Eine Vorratskiste. Und jetzt sollen wir... oh Gott. Den Schockdraht benutzen. Und jetzt? Zu hoch. Ist entdeckt. Oder? Nein, nicht so hoch. Haha. Erwischt. Nicht erwischt. Ui, der ist auf. Ich weiß nicht, wo ich hinschieße. Ah, da unten. Unterm Bauch. Oh. Das ist nicht so einfach. Hier in so einem richtig schweren Kampf. Ich bin ja nur am Ausweichen, der ist ja so schnell. Guck mal, der hat mich voll im Visier. Ich kann rollen, so viel ich will. Heavy! Warum
weiß der, wo ich hier bin in dem Mischmasch? Boah. Okay, das muss auch mal sein. Man muss ja auch mal sterben. Jedenfalls das erste Mal. Bei so einem Vieh, das ist schon okay. Tja, vielleicht soll ich doch noch mehr mit Stolperdrähten arbeiten. Dann kriegt es einen Schock und bleibt dann liegen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ja, auf jeden Fall soll ich hier mit den Fallen arbeiten, obwohl das eigentlich ein Tutorial für Level 8 ist. Ich bin erst 4. Vielleicht hätte ich noch ein paar Quests vorher machen müssen. Ich würde sagen, das ist so ein guter Punkt, um beim nächsten Mal weiterzumachen, weil wir sind jetzt auch schon über eine Stunde hier wieder dran und es ist relativ spät. Also beim nächsten Mal werden wir mal schauen, wie wir diesen dort besiegen. Wie wir die Stolperfallen richtig legen und wie der dann stirbt. Da, jetzt haben wir sogar die Markierung da. Jetzt hat er uns entdeckt. Aber jetzt ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo. Würde mich total freuen. Und dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye. Boah, das wird wieder heftig hier. Oh, tschüss.